Wo ist die Band? Da. Zack. So. Meine Prediction ist Rungo versus Snoopy. Oha, oha. Das ist ein Call. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Seid ihr bereit? Wir gehen rein in Runde 4. Eieiei. Ich muss... Es ist auch gut, dass wir dann Pause machen. Ich muss nämlich pipi, ne? Let's go! Runde 4. Meine Damen und Herren. Junge, 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 Alter. Jetzt wird hier aber wieder gescheppert, ne? Ist das geil. Hier treffen die beiden Arms Warriors aufeinander. Finde ich richtig geil. So. Auf der linken Seite. Team 1 momentan. Tut ja nichts zur Sache. Survey, unser District Priest. Zusammen mit AK auf dem Arms Warrior. Mit Rungo, unserem... Wow. Also... Muss man schon sagen, heftigen Elementarschaman. Das ist schon ganz, ganz krass. Rechte Seite Deep End zusammen mit Treat auf dem Arms Warrior und Snoopy als Feral. So, und jetzt haben wir auch mal diese Arena hier. Also ich bin überrascht, ne? Dass wir so coole Arenen eigentlich kriegen. Immer wenn ich mich zum Shuffle anmelde, ich krieg immer Share grad. Ich krieg immer so die Drecksarenen, ne? Junge, 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 was soll das? Aber das ist hier eigentlich eine ganz geile Arena. Die mag ich. So, Rungo holt sich da schon den Spot. Snoopy geht drauf mit einem Rakes dann. Aha, aha. So, okay. Ich kann noch nicht wirklich sagen, was hier gerade viel passiert, ne? Shield hat natürlich Avatar gepoppt. Und die beiden Krieger in Blade stormen sich gegenseitig. Snoopy droppt gefährlich low. Ach du Scheiße, Deep End. Sitzt aber, muss jetzt aber im Frosch sitzen bleiben. Shreed droppt auch low. Snoopy castet hier die Clones an. Wird gekickt, interrupted von AK. AK geht natürlich sofort auf Snoopy los. Muss ich hier aber einen Clone fangen? Nee. Hat er Spare Effect gezogen? Oder hat Snoopy den einfach nur abgebrochen? Das kann auch sein. Snoopy aber trotzdem hier. 50% low. Versucht hier die Clones anzukarren. Kriegt gleich einen Kick rein. Muss im Bears hitten. Zieht dann noch seinen Sprint, um irgendwie vielleicht aus der Bedrulle zu kommen. Deep End ist natürlich absolut dabei, das Ganze zu toppen. Sitzt aber hier im 4. Wie sieht's denn aus bei Snoopy? Ach du Scheiße. Kann der überhaupt noch getoppt werden? Und da kommt Deep End mit dem Heal raus. Ach du Scheiße. Das habe ich gar nicht. Mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Stormbolt auch nochmal auf Snoopy. Also der kriegt hier jetzt keine freie Minute zum Atmen. Der ist die ganze Zeit am Recovern. Versucht hier irgendwie die Clones zum Peelen anzusetzen und Deep End haut hier die Heals raus. Kann den aber sehr, sehr gut toppen. Was passiert denn eigentlich auf der anderen Seite? Street Drop gefährlich low gegen, Rungo. Oh Gott, wo ist die Kamera? Hilfe, Hilfe. Bitte helfen Sie. Okay, ich bin, glaube ich, hier irgendwie in die Kamera. Okay, ich bin frei. Oh mein Gott. So, Street. Oh, ich muss hier nochmal... Ne? So. Okay. So. Snoopy, Street, beide low. Da, Street stirbt. Snoopy auch noch fast gestorben. Ach du Scheiße, Alter. Junge, also Rungo und Akai haben da nichts anbrennen lassen. Also habt ihr gesehen, alleine wie lange Snoopy das noch überlebt hat? Der war irgendwie 10% und hat das echt noch geschafft, so noch den 4 auf den Heiler noch zu überleben und pipapo. Junge, 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 also holy shit. Holy shit. So, nun sehen wir auf dieser Seite Survey zusammen mit AK und Snoopy. Das ist eine interessante Constellation. Gegen Deep End, Rungo und Shreed. Heftig, heftig, heftig. So, jetzt geht's los. Shreed lässt gar nichts anbrennen. Der stürmt rüber, haut erstmal gleich ein paar Bolzen auf den Heiler rauf und charge dann natürlich rein, ne? Und es ist immer wieder geil zu sehen, wenn die Krieger anfangen zu Bladestorm. Okay, gefährlich, low gedroppt. Da kommt der Live-Swap von Survey. Aber trotzdem, der Damage läuft noch. Der Damage läuft noch. Da ist der Stun. Shreed haut natürlich noch mit rein. Ich weiß nicht, was war das gerade für eine Animation? Wollte er seinen Mount gerade benutzen? Ich konnte das gar nicht sehen. Snoopy, Stormbolt castet hier den Clone an auf Rungo. Rungo ist erstmal aus dem Spiel rausgenommen. Shreed kriegt da einen Rake-Stun ab. Und AK haut hier auf Street raus. Und das ist Zeit für uns, für... Oha, Deep End kann das noch sehr, sehr gut toppen. Sehr, sehr gut toppen. Und Treat ist sehr, sehr
greedy mit seinen Cooldowns, muss ich sagen. Also das wäre schon... Also natürlich kann das auch richtig gutes Gameplay sein. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber wäre ich in der Situation auf dem Krieger, ich hätte Die by the Sword schon zweimal gedrückt. Sag ich so, wie es ist. Also das wäre ja wohl richtig gefährlich. Aber es ist geil, wenn man sich halt auch auf einen Heiler verlassen kann und weiß, okay, der schafft das noch, mich zu toppen. Big gespielt. Sehr, 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 sehr stark. Snoopy ist hier wieder Target of Choice. Droppt hier low, aber gerade nicht gefährlich. Rungo kriegt jetzt hier ein paar Hiebe vom Krieger ab. Shreed auch. Natürlich mit dem Bladestorm schön in den Cleave rein. Und da wird Shreed dann erstmal mit einem Clone rausgenommen. 50% live. 4 auf Survey. Snoopy low, Akai low. Also Deep End hat hier sein Team ganz gut im Griff, ne? Snoopy, 50% live, kriegt hier die Schilde von Survey ran. Und also die Leute geben nicht auf, ne? Und das ist natürlich auch nämlich das, was das bewirkt, ne? Alle sagen dann immer so, ja, okay, da spielt ein Rank 1 mit. Ich weiß nicht, ob ich daran teilnehmen möchte. Also hier steht natürlich Spaß im Vordergrund. Und man sieht halt auch, dass die Leute sich halt vielleicht so ein bisschen auch auf Snoopy einschätzen. Und Feral ist ja kein schlechtes Target, ne? Der frisst ganz gut Schaden. Und vielleicht sorgt sowas halt auch für so ein bisschen extra Motivation, dann nochmal ein bisschen mehr reinzuhasseln, ne? Um dann vielleicht doch mal Snoopy killen zu können und hier dann nochmal einen Sieg für sich einzustauben, ne? Finde ich stark. Ich finde das sehr, sehr stark, was hier passiert. Rungo, 50%. Shreed ebenfalls. 50%, droppt gefährlich low, hat keine Defensive mehr. Down. Deep End auch out auf Mana. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass hier jemand gestorben ist, weil Mana weg gewesen ist. Holy shit. Survey noch vor dem Monk Mana. Ist beim Mist Reaver Monk, ist der Mana-Rack so bescheiden jetzt? Oder das Mana-Management? Ja gut, Disziplinpriester hat natürlich viele Tools, um Mana nicht unbedingt verbrauchen zu müssen. Ich hatte aber in Erinnerung, dass so ein Monk eigentlich so gut wie nie umgeht. Zumindest war es in der letzten Season so. Aber da kann ich mich auch irren. So. Jetzt Doppelkrieger gegen Elemental Shaman und Feral Druid. Drake's Stun of Shreed. Da werden die Bleeds applied. Into Lasso vom Elemental Shaman. Und der droppt gefährlich low. Was passiert hier? Survey im Klon. Die by the Sword und... Ach du Scheiße, das war eine schnelle Runde. Das war echt eine schnelle Runde. Da konnte nicht mal PI gesetzt werden. Also das... Ach du Scheiße, ey. Was passiert hier bloß? Junge, Junge, Junge. Ja, das ist krass. Ich will da mitspielen. Nächstes Mal kommentiert jemand anderes und ich spiele dann im Tournament mit. Junge, ist das geil. So. Deep End. Die gehen am Anfang gleich auf den Heiler. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier wieder einigermaßen ein gutes Point of View hier kriege. So. Rungo, Target. Survey hat aber aus der letzten Runde gelernt. Der ist jetzt vorsichtig. Versucht hier jetzt natürlich sein Team am Leben zu halten. Snoopy droppt auch. Low hat einen Cocoon drauf schon. Cocoon wurde geused. Okay. Und jetzt Shreed ist Target. Arkay ist Target. Die beiden Krieger droppen Low. Deep End hier 4 kassiert. Rungo 50%. Shreed 50%. Zieht hier seinen Sharpen Blade, um den Heal Reduce zu applyen. Shreed wieder low, Die by the Sword, Rungo low. Und Survey muss hier richtig rotieren, um seine beiden Mates hochzuhalten. Ne? Snoopy und Arkay. Krass, Snoopy ist full life. Alles gut, der verteilt seine Bleeds, der macht das, was er immer tut. Fake castet irgendwelche Clones. Junge, was der Typ hier schon wieder auf den Teller bringt, das ist jenseits von Gut und Böse. Ne? Das ist ja krass, krasse Nummer. So, okay, so beide Teams eigentlich einigermaßen getoppt. Rungo droppt so ein bisschen low gerade, ist wohl Target. Survey hat seinen Archangel gezogen, um hier ein bisschen mehr Heal und Absorb Output zu haben. Snoopy droppt low, 20, 5%, 1%, Snoopy geht down.
Ach du Scheiße, und da hat natürlich das Maschinengewehr, Rongo das Maschinengewehr, hat wieder zugeschlagen, ne? Wenn da einmal die Flameshocks im Brock auslösen und die Lava Eruptions da durch die Arena fliegen, ach du Scheiße, Junge, dann ist Feierabend. Und das kann man auch immer ganz gut nachvollziehen, weil wir machen ja öfter mal Wargames gegeneinander, ne? So Community-intern. Und Shreed, ne? Dieser Krieger da oben rechts, das ist so ein Typ, der probiert immer sehr, sehr viel rum und der kommt immer mit Klassen und mit irgendwelchen One-Shot-Strategien um die Ecke, womit keiner rechnet. Und da ist schon der ein oder andere im Shuffle mal kalt erwischt worden und dann wurde dann vielleicht auch mal von einem Ele-Schaman einmal das komplette Team ausgelöscht. Das muss man sich mal vorstellen. So viel Damage kam da raus. Heftig, heftig. So, wie sieht's jetzt hier aus? Survey, PI ist gepoppt, Archangel gepoppt, Euphorie auch raus, Rungo droppt gefährlich low, Akai auch Deep End, muss jetzt hier seine beiden Schützlinge wieder full life kriegen, weil sonst sieht's ganz, ganz gefährlich aus. Und er channelt hier aber schon die Heals. Die Heals sind big und Akai und Rungo, die bauen langsam wieder live auf. Snoopy auch leider ein bisschen Damage verloren, hat hier aber ein Schild, kann das Ganze eigentlich ganz gut wegstecken. Akai kriegt hier, und das ist nämlich immer so das Problem, ne? Beide kriegen Schaden, dann kommt der Cocoon auf Rongo, da wird sofort geswappt auf Akai und der hat dann natürlich keinen Death-CD von dem Heiler mehr übrig, um hier jetzt irgendwie nochmal gerettet zu werden. So, wir sehen jetzt nochmal beide Krieger zusammen im Team und ich finde das immer geil, ne? Wenn irgendwie so zwei Krieger zusammen performen hier und geil. Vor allen Dingen, wenn dann die Stunts und die Bladestorms angeschmissen werden und das wird richtig wild. So, wie sieht's hier aus? Rungi Snoopy, Junge, was laber ich schon wieder nur Scheiße. Es wird auch wieder Zeit, dass wir gleich einmal eine Pause machen. Da kann ich mir einmal mein loses Mundwerk wieder ein wenig entspannen. So, Rungo und Snoopy gehen rein. Akai, gleich im Opener gefährlich low gedroppt. Und, okay, die Cooldowns werden hier nicht richtig angezeigt, aber ich hoffe, die funktionieren alle. Cocoon hat dann natürlich ready. Die by the Sword hier vor allem Akai und zack kommt der Swap of Shreed. Und der hat auch sein Die by the Sword schon gezogen. Cocoon auf Akai. Und es wird wieder auf Shreed geswappt und der geht jetzt down. Snoopy hat natürlich einen Clone angesetzt. Und das ist eine Sache, da kannst du hier ähnlich auch nicht viel machen, ne? Also das ist heftig, heftig. Was für eine vierte... War das die vierte Runde schon? Oder spielen wir noch eine Runde? Ne, ich glaube, das war die vierte Runde schon. Heftig. Ach du Scheiße. Wir gucken uns das einmal hier an. Okay.